Die Rücke Nummer 6, Linus Schulte-Wissermann. Mit der 8, unser Kapitän, heute Michael Stalistal. Die 9, Sturmspitze Almir Porcher. Die 10, Eldin Hatzic. Die 13, Gion Geon. Die Rücke Nummer 15 trägt Adrian Knob. Oh, Knob macht das gut, ja. Könnte Porcher mitnehmen. Oder Christian Meinert. Meinert legt nochmal quer und Knob schießt am Tor vorbei. Erste richtig gute Gelegenheit. Oder Porcher alleine, je nachdem. Vorteil läuft. Almir Porcher zieht den Ball am Tor vorbei. Jetzt Cimcak abwarten. So scheint es auch. Cimcak. Ja, nicht schlecht. Am Tor vorbei. Lukas Cimcak. Bewegen sich da auf 16er Niveau. Luluga und ja, Voloshin muss sich das erste Mal auszeichnen. Nächster Ball. Und das ist ganz gefährlich. Das ist richtig gefährlich. Und Voloshin, der Ball ist im Tor. Der Ball ist im Tor. 1:0 für die Spielvereinigung aus Cochem. Im denkbar ungünstigsten Moment, wann es passieren könnte. Auf die Position des linken Mittelstürmers. Und Leon Waldminghaus nun im rechten Mittelfeld aktiv. Wo sind die Optionen? Richter. Nochmal Spielverlagerung. Sucht er Meinert, findet Meinert. Der legt nochmal ab auf Hatzic. Am Tor vorbei. Nächste Gelegenheit für unsere Schengel. Zweite Luft tanken. Von der Bracke. Guter Ball auf Porcher. Der lässt klatschen. Hatzic. Ja, wieso denn nicht? Langer Ball. Wird direkt abgefangen. Marc Richter jetzt mal. Nochmal Gas geben. Tempo-Fußball. Gut gemacht. Jano Schupp ist da. Almir Porcher. Christian Meinert bekommt in dem Strafraum. Meinert muss nur noch abschließen. Meinert! Ja! Ausgleich für die Schengel. 76. Spielminute. Wir sehen die Langer Ball in den Strafraum, kommt an Jano Schupp, steht da vor dem Keeper, Porcher muss nur noch einschieben, aber der Cochemer Spieler und Stali mit einem Flugkopfball und das ist genau die Körpersprache, die wir auch hier brauchen. Ja, und das Spiel ist jetzt aus 1:1 nach 90 Minuten, das heißt 30 Minuten extra Power, 30 Minuten ja, Zeit für uns. Und Waldminghaus macht das gut, schickt da mal Jano Schupp, der hat das Tempo mal in den 16er zu tanken. Schubs Hereingabe kommt. Und Waldminghaus Abschluss dann zu Lasch Hatzic. Und Tor! Wir sind die Black-Blue-Schengel-Army. Und die Puss ist unser Verein. Wir sind die Black-Blue-Schengel-Army. Aus Koblenz am Rhein. Hangt sich da wieder in den 16er. Deutlich besseres Spiel und jetzt klappt alles. Eldin Hatzic mit dem Doppelpack. Wir sind die Black-Blue-Schengel-Army und die Puss ist unser Verein. Wir sind die Black-Blue-Schengel-Army aus Koblenz am Rhein. Ich würde es mir wünschen, ja. Voloshin. Und jetzt wird es ganz gefährlich. Das ist das 2:3. Ja. Das kann Voloshin überspielt und Cochem ist plötzlich wieder. Das sind einfach die 114 Minuten, die da schon in den Knochen stecken. Richter kommt, bringt den Ball nochmal rein und Trainer zeigt es jetzt auch an. Ja. Alles nach vorne. Alle Spieler inklusive den gegnerischen Torwart in der Hälfte der Schengel. 1:50 noch zu gehen. Ball kommt flach rein. Sesterhen verlängert da tatsächlich auch irgendwie. Und Cochem nochmal in der Vorwärtsbewegung. Kein Foulspiel ziehen. Ball kommt nochmal rein. Schuss versucht. Oh, übers Tor. Hauptsache weg das Ding und Hauptsache den Sieg hier holen. Cimcak nochmal auf Richter. Der kann jetzt nochmal auf und davon ziehen. Links läuft Porcher mit. Almir Porcher oder Marc Richter. Es ist Richter und das ist das 4:2. Wir sind die Black-Blue-Schengel-Army und die Puss ist unser Verein. 4:2 für unsere Schengel und das ist auch der Endstand in diesem Spiel. Wir haben es geschafft. Wir stehen in Runde 2. Wir sind die Black-Blue-Schengel-Army.